Punkt 7, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes. Hierzu gibt es die Änderungsanträge der Fraktionen der SPD, 1967-52 und der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 1967-64. Berichterstatter für den Gesetzentwurf ist der Abg. Pfaff-Greifenhagen. Bitte sehr, Bodo. Ja, das, wir gucken danach. Sieben. Hast du Bericht, was gibt denn? Das muss das also. Oder ist es falsch, falsches Punkt? Noch das falsche Ding, oder? Doch, ja. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der sozial- und integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, bei Stimmenthaltung der SPD, LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Gib uns mal das Ding wieder da her. So, der Kollege Pfaff-Greifenhagen hat auch das Wort. Bitte sehr. Oh. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich zu der zweiten Lesung des Rettungsdienstgesetzes sprechen möchte, möchte ich den Bediensteten und den Rettungsdienstkräften hier bei uns in Hessen danken, die ohne Ansehen von Person und ohne Ansehen von Tages- und Nachtzeit und der Orte erstklassige Hilfe leisten und permanent für uns hier einen umfassenden Schutz der Bevölkerung gewähren. Das Rettungsdienstgesetz ist bis Ende des Jahres befristet und muss novelliert werden. Hierzu haben CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN den Gesetzentwurf eingereicht. Das Rettungsdienstgesetz und der Rettungsdienst unterliegt einer Dynamik, die sich permanent ändert und anderen immer geänderten Anforderungen unterliegt. Die Novellierung des Gesetzes muss dem natürlich Rechnung tragen. Obwohl das Gesetz schon einige Jahre alt ist, sind natürlich auch andere Anforderungen darin enthalten, die durchaus bestehen bleiben können. Hier sei beispielhaft die 10-minütige Hilfsfrist genannt. Die Maßnahmen dienen insgesamt der Leistungsfähigkeit, die Leistungsfähigkeit des Rettungsdienstes zu erhalten, den Schutz, den umfassenden Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten und die Vergabe von Leistungen sicher zu gestalten. Änderungen haben wir hierzu vorgenommen, wie folgt: die Übernahme der EU-Dienstleistungskonzessionsrichtlinie, die bedingt, dass nun die freien und gemeinnützigen Organisationen im Einzelnen benannt werden müssen. Im Einzelnen sind das hier der ASB, der Arbeiter-Samariter-Bund, das Deutsche Rote Kreuz, der Malteser Hilfsdienst und die Johanniter-Unfallhilfe. Durch die Anhörung hat sich ergeben, dass der Bundesverband der eigenständigen Rettungsdienste hier nicht mehr aufgenommen wird. Dies hat den Grund darin, dass er nicht gemeinnützig, sondern gewerblich tätig ist und auch im engeren Sinne nicht dem Katastrophenschutz zugerechnet werden kann. Erweitert wurde der Kreis der Leistungsträger um die Hessische Landesärztekammer, die als Mitglied des Landesbeirats für den Rettungsdienst jetzt tätig wird. Wer sonst als die Landesärztekammer sollte hier das Rettungsdienstwesen beurteilen können? Zur Feststellung der jeweiligen Einsatzerfordernisse kann nun ein Arzt oder eine Ärztin hinzugezogen werden. Dies bedingt, dass notwendige Rettungsmittel auch so eingesetzt werden, dass es z.B. nicht dazu kommen kann, dass beim Vorliegen nicht medizinischer Notfälle dennoch ein Notfalleinsatz stattfindet. Ich hatte das in meiner ersten Rede ja gesagt, dass dann auf einmal das unstillbare Nasenbluten ist und der Notarzt dann vielleicht an anderer Stelle fehlt. Im Gesetz wird weiterhin klargestellt, dass Transporte innerhalb eines Krankenhausgeländes wann und wie von dem Krankenhaus selbstständig durchgeführt werden können. Hier musste regulierend eingegriffen werden, da es verschiedentlich bei Krankenhaustransporten dazu kam, dass bei weit auseinanderliegenden Betriebsstätten die Transporte dennoch durchgeführt wurden. Heute ist maßgeblich der Standortbegriff, so wie er auch im Bundesrecht vorgesehen ist. Bei vorhersehbaren stark erhöhtem Einsatzaufkommen, wie z.B. bei Großveranstaltungen, können nun die Vorhaltung von den Rettungsdienstträgern kurzfristig erhöht werden, die dazu von den Leistungsträgern aufgefordert werden können. Die erhobenen Daten bei Großschadensereignissen können dann den beteiligten Organisationen bei der Gefahrenabwehr zur Verfügung gestellt werden.
Dies war ein Ergebnis der Aufarbeitung des Attentats auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz, wo sich herausgestellt hat, dass die Weitergabe dieser Daten notwendig war, um für die Versorgung der Patienten und aber auch für die Information der Angehörigen zu dienen. Die Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter werden in dieses Gesetz mit aufgenommen und darin verankert, wie das auch in anderen Bundesländern der Fall ist, und zwar um hier auch Rechtssicherheit zu geben und die Aus- und Fortbildung der Rettungsdienste zu erhalten. Dieses Gesetz stellt eine flexible Anpassung an die steigenden Anforderungen dar. Es stellt einen umfassenden und flächendeckenden Schutz der Bevölkerung sicher, und es schafft die Rechtsgrundlage dafür, dass die Rettungsdienste für ihre aufopfernde tägliche Arbeit von uns auf eine sichere Grundlage gestellt werden. Ich darf Sie daher um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf bitten. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun die Frau Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Hessische Rettungsdienstgesetz ist bis zum 31.12. befristet und muss daher novelliert werden. Wir hatten, muss ich sagen, eine spannende Anhörung. Und als SPD freuen wir uns auch, dass von den regierungstragenden Fraktionen Änderungsanträge eingebracht wurden. Denn während der Anhörung, vor der Anhörung und im Ausschuss schien das nicht der Fall zu sein. Jedenfalls gab es kein Anzeichen dafür. Herr Pfaff-Greifenhagen hat ja gerade schon etwas zur Gemeinnützigkeit und zu den privaten Trägern gesagt. Beim Rettungsdienst haben Sie den von uns genannten Punkt, die privaten Träger rauszunehmen und die Disposition verbindlich zu machen, ja jetzt endlich aufgeführt. Das ist eine Änderung der Regierungsfraktionen um 180 Grad, meine Damen und Herren. Denn in der ersten Lesung haben Sie uns noch vorgehalten, wir hätten das Gesetz falsch gelesen. Richtig scheint aber zu sein, dass Sie damit einen falschen Punkt gesetzt hatten und jetzt richtigerweise zurückrudern. Ja, das freut uns auch. Ja, Sie beheben damit Ihren Fehler in § 5, die bisherige bevorzugte Beauftragung der im Katastrophenschutz aktiven Organisation mit der Durchführung des Rettungsdienstes eben nicht aufzugeben und nicht dem freien Markt preiszugeben. Das ist gut so. Sie wollen zudem, wie in der Anhörung gefordert, die Landesverbände der Träger und die Landesärztekammer aufnehmen. Und diese drei Punkte sind sogar für uns zustimmungsfähig. Regelungen zum Datenschutz und auch zu den Notfallsanitäterinnen und Sanitätern sind sinnvoll aufzunehmen. Auch das war unsere politische Forderung von Anfang an. Und nur Ihre sechste Änderung, da machen Sie den Versuch, die geforderte Qualitätssicherung mit einer Rechtsverordnung anzugehen. Dass Sie die Qualitätssicherung nun doch in Betracht ziehen, ist überraschend, weil das in der ersten Lesung für Sie auch nicht von Bedarf oder notwendig war. Wir möchten allerdings eine landesweite Qualitätssicherung. Also vielleicht könnten Sie gleich noch einmal etwas dazu sagen, wie es denn tatsächlich geplant ist. Ist es landesweit oder wie soll diese Qualitätssicherung erfolgen? Wir möchten das nicht durch eine Rechtsverordnung, sondern fest im Gesetz verankern, also die Datenerfassung, die Datenauswertung mit den zu schaffenden Qualitätsmanagementstrukturen, so dass eben regelmäßige Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualitäten des Rettungsdienstes festgestellt und dann auch Handlungsempfehlungen und Verbesserungsempfehlungen möglich werden. Ich bitte daher um Zustimmung unserer Vorgehensweise, um die Qualitätssicherung erstens landesweit und auch damit einhergehend mit der Versorgungsforschung in dem Gesetz festzuschreiben. Und eine Anmerkung möchte ich noch einmal machen. Wir haben ja schon öfters einmal über die Zusammenlegung von Leitstellen gesprochen. Auch hier wäre die Möglichkeit gewesen, das zu verankern. Das ist und bleibt politische Forderung, dass Leitstellen für Rettungsdienste und für die
ärztlichen Notfalldienste zusammengelegt werden. Da gab es Pilotprojekte, die waren gut. Da müssen wir in Zukunft, glaube ich, wirklich ran, damit wir die Versorgung sicherstellen können. Und zum Schluss möchte ich mich aber bei all denen, die im Rettungsdienst arbeiten, bedanken. Und ich glaube, da sind wir uns im Haus auch alle einig. Unsere Anerkennung und Wertschätzung ist hier ganz wichtig. Das ist eine Arbeit, die möchte vielleicht nicht jeder immer machen, aber sie ist unverzichtbar für unsere Gesellschaft. Deswegen herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Das Wort hat der Abg. Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Auch hier zu dem Gesetz will ich kurz die Position der Freien Demokraten darlegen. Wir sehen es hier, das ist jetzt zuletzt angesprochen worden, gerade was den Rettungsdienst anbelangt, ist durchaus sehr kritisch. Die SPD hat die komplette Streichung privater Rettungsdienste gefordert. Das aus verständlichen Gründen, dass die Freien Demokraten sicherlich so nicht mittragen können. Aber auch in dem Gesetzentwurf sind ja auch die gemeinnützigen Organisationen deutlich bevorzugt. Und es werden am Ende jetzt die privaten Rettungsdienste gezwungen, alternativen Formen zu finden. Und das lassen Sie mich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen, wenn man sich einen Geschäftsbericht vom Deutschen Roten Kreuz zum Beispiel mal anschaut, wie komplex der ist, ob das denn nur weil da Gemeinnützigkeit quasi drinsteht, was ein steuerlicher Aspekt beinhaltet, muss man dann doch schon mal auch höflich fragen, wie groß sind diese Organisationen eigentlich geworden? Wie werden die gegenfinanziert? Ist das wirklich kein Geschäftsmodell, was dahinter steckt? Bei manchen von diesen Dingen kann man wirklich ein großes Fragezeichen machen. Und, meine Damen und Herren, die Kritik, die wir da durchaus haben, wir sehen aber auch vieles Positives. Im Landesbeirat für den Rettungsdienst soll nun die Landesärztekammer dabei sein. Das sehen wir durchaus als gut an. Wir sehen auch, dass sichergestellt wird, dass das Ministerium die erforderlichen Daten über die Zuweisungsverfahren von Patienten zur Verfügung gestellt wird. Das ist gut. Regelungen der Aus- und Fortbildung, gerade durch die Aufnahme der Notfallsanitäter, wird sichergestellt, dass auch diese die Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst erhalten und nicht nur die Rettungssanitäter und Rettungsassistenten. Meine Damen und Herren, es ist durchaus positiv zu bewerten. Wir werden uns deswegen bei diesem Gesetzentwurf enthalten und den Änderungsantrag der SPD ablehnen. Den Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen werden wir aber auch durchaus zustimmen, weil er auch richtige Ansätze hat. Lassen Sie mich, weil Frau Dr. Sommer das jetzt zum Schluss gemacht hat, den Dank an die Rettungskräfte. Wer diese Rettungskräfte kennt, wer weiß, was sie für eine Arbeit machen. Und dass es in manchen Situationen auch nicht ganz einfach ist, wenn sie in schwierige, heikle Situationen kommen, wo sie auch teilweise mit Gewalt bedroht werden, da muss man schon einmal fragen, ob wir noch die richtige Position zu diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Dr. Sommer, ich finde es doch ein gutes Zeichen für eine Landesregierung, wenn sie beweist, dass ein Gesetz in dritter Lesung anders rausgeht, als es in erster Lesung reingekommen ist. Das beweist, dass eine Landesregierung zuhört, dass sie die Vorschläge und Änderungswünsche der Anzuhörenden aufgreift und das Gesetz dadurch an Qualität noch gewinnt. Das ist eigentlich nur ein gutes Zeichen, und da muss man nicht draus, finde ich. Mit Ihrer Rede betreiben Sie förmlich genau das, was Sie eigentlich nicht wollen.
dass Sie sozusagen verhärtete Fronten schaffen, so nach dem Motto, wenn man etwas verändert, dann hat man vorher etwas so schlecht gemacht, dass man es nicht mehr zugeben kann. Genau das führt zu diesen elenden Ritualen. Darüber sollte man einmal nachdenken. Man sollte doch eher sagen, wenn es vorher so war, Sie haben erkannt, dass Sie es verändern wollen, ist doch eigentlich eher ein konstruktiver, positiver Vorgang, anstatt sich darüber lustig zu machen. Ich glaube, genau das bewirkt diese Rituale, die dann kommen in Gesetzesverfahren. Dass andere sagen, ich setze mich nicht der Kritik aus, ich hätte vorher was nicht gewusst. Genau das macht die Rituale. Aber das muss man jetzt nicht mehr lernen. 47 Tage vor der Wahl ist auch relativ wurscht. Aber ich finde es ärgerlich, weil ich immer dafür kämpfe, zu sagen, ein Gesetz geht selten oder sollte nicht in dritter Lesung so rausgehen, wie es in erster Lesung reingegangen ist. Dafür kämpfe ich eigentlich 5 Jahre. Und ich kann es sagen, dass bei 90% dieser Gesetze haben wir noch Änderungen vorgenommen. Und ich finde, das zeugt davon, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und GRÜNEN, dass wir immer für Verbesserungsvorschläge offen sind. Das ist auch ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. So, das Fachliche wurde vorgetragen vom Kollegen Pfaff-Greifenhagen. Dafür danke ich ausdrücklich. Wir haben in 3 Punkten nachgebessert. Ich sage jetzt nur noch einmal die Stichworte. Es geht darum, dass die Leistungserbringer im Rettungsdienst, die dort mitwirken, die auch den Katastrophenschutz in Hessen tragen und gemeinnützig sind, in diese Formulierung einfließen. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, dass auch bei einem medizinischen Bedarf eine Disposition erfolgen muss und nicht nur darf. Und drittens auch, dass die Landesärztekammer als Mitglied des Landesbeirats für den Rettungsdienst aufgenommen wird. Ich stehe politisch tatsächlich dahinter, auch für den Anlass, für die unangemeldeten Besuche, anlasslose Besuche. Ich finde das richtig. Ich finde, in anderen Bereichen werden wir geradezu dazu getrieben, es zu tun. Bei der Heimaufsicht beispielsweise wird gesagt, wenn man vorher anmeldet, glänzt alles. Jetzt wird es gesagt, dann empfindet man das als tiefes Misstrauen. Ich finde es richtig, dass es als ein Instrument im Raum stehen bleibt. Und ich finde, die Träger dort vor Ort sollten es nicht als eine Form. Ja, schon klar. Wir sollten das nicht über die Frage des Misstrauens interpretieren, sondern das als eine Kontrollvariante, die eigentlich allen Varianten offen stehen sollte. Insofern finde ich auch das korrekt, dass es dort so im Gesetz bleibt. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles andere Fachliche ist gesagt worden. Das Gesetz musste verlängert werden oder musste neu aufgelegt werden. Im Kern war es richtig. Wir haben einen sehr guten Rettungsdienst. Und von dieser Stelle aus sei noch einmal allen gesagt, allen, die dort arbeiten, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rettungsdienst, Sie machen eine tolle Arbeit. Wir sind stolz darauf, dass Sie es tun. Und wir danken Ihnen, dass Sie diese unendlich wichtige Arbeit für dieses Land und für die Menschen, die dort leben, tun. Herzlichen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen mehr. Frau Kollegin Schott, ja, bitte. Das Wort hat die Frau Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Danke für Ihre Geduld, Herr Präsident. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der Uhrzeit geschuldet. Ja, dem Dank an allen Menschen, die im Rettungsdienst tätig sind, können wir uns selbstverständlich anschließen. Und dann enden die Selbstverständlichkeiten auch schon. Ich habe eine Frage an den Minister. Es ist zwar der Bundesverband der Eigenständigen nicht mehr aufgeführt, und das ist auch vorhin schon begründet worden, warum. Dafür stehen jetzt andere für die Mitwirkung im Katastrophenschutz anerkannte Organisationen drin. Ich habe auch bei der Erklärung, die dann angefügt ist, keine Erklärung dafür gefunden, wer da was damit gemeint ist. Vielleicht können Sie uns das noch einmal hier erklären, wen Sie dann da meinen, oder ob Sie dann das, was Sie oben rausgenommen haben, unten wieder reingeschrieben haben, nur anders formuliert, oder was immer es sein mag, es würde mich einfach interessieren. Wir hatten einige grundlegende Kritik an dem Gesetz, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, die wir schon in der ersten Lesung mit eingebracht haben, an der sich nichts verändert hat. Die Dinge, die sich geändert haben, beziehen sich nicht darauf. Es ging uns um so Geschichten wie ärztliche Schweigepflicht und Datenschutz und dergleichen mehr. Deshalb hat sich auch unsere Haltung zu dem Gesetz insgesamt nicht geändert. Und wir werden, soweit ich das im Moment absehen kann, vielleicht noch ein Stück abhängig von Ihrer Antwort, bei unserer Enthaltung bleiben. Danke, Frau Schott. – Für die Landesregierung spricht Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin als allererstes ausgesprochen dankbar, dass jeder Redner, der vor mir das Wort ergriffen hat, aus den unterschiedlichen Fraktionen denjenigen, die den Dienst an der Allgemeinheit tun, den Menschen Hilfestellungen leisten und dieses häufig auch unter Einsatz ihrer eigenen körperlichen Leistungsfähigkeit und Gefahren ausgesetzt worden sind,
Dank gesagt worden ist. Ich denke, dass es auch ein gutes Zeichen ist, wenn der Hessische Landtag mit seinen vertretenen Fraktionen jegliche Übergriffe auf Rettungsdienstkräfte, die wir in den letzten Monaten und Wochen auch erleben mussten, verurteilt und sagt, wer die Rettungsdienstkräfte daran hindert, anderen Menschen zu helfen, ist nicht Teil unserer Gesellschaft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Rettungsdienstgesetz, das bis zum Ende dieses Jahres befristet ist, ist von den Regierungsfraktionen eingebracht und mit einem Änderungsantrag auch noch präzisiert worden. Hinter dem steht die Hessische Landesregierung. Ich will zu dem einen Punkt, der eben angesprochen worden ist, den Verweis auf das Brand- und Katastrophenschutzgesetz, das hier ohne jegliche Diskussionen auch entsprechend diskutiert und verabschiedet worden ist, noch einmal verweisen. Wir finden, dass es einen Vorrang geben muss für diejenigen, die auch am Katastrophenschutz teilnehmen und die Gemeinnützigkeit ihrer Arbeit auch unter Beweis gestellt haben. Das bedeutet aber nicht einen grundsätzlichen Ausschluss, dann, wenn Bewerbungen oder Ausschreibungen von Kommunen stattfinden, dass auch gewerblich tätige Anbieter auch sich entsprechend bewerben können. Sollte aber von der EU-Vorschrift, die eine Ausnahmestellung auch vorsieht, abgesehen werden und es eine bevorzugte Beauftragung geben, dann denke ich, sollten diejenigen, die sich auch im Katastrophenschutz verdient gemacht haben, eine entsprechende Bevorzugung erhalten. Nichts anderes besagt dieser Änderungsantrag. Und es ist damit eine Wertschätzung gegenüber den gemeinnützig tätigen Organisationen im Katastrophenschutz. Ich denke, dass das eine Präzisierung dieses Gesetzes ist, das meines Erachtens zeigt, dass Hessen sowieso, was die Frage des Rettungsdienstes anbelangt, im Verhältnis zu anderen Ländern in der Bundesrepublik einen deutlichen Vorsprung hat. Und den wollen wir auch entsprechend bewahren im Interesse der Menschen, die diese Hilfe bedürfen. Danke, Herr Minister Grüttner. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit treten wir in die Abstimmung ein. Ich rufe als Erstes den Änderungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zur Abstimmung auf, Drucksache 19/6764 aus 19. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und SPD. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die Fraktion der LINKEN. Damit ist dieser Änderungsantrag angenommen. Dann rufe ich den Änderungsantrag der Fraktion der SPD auf, Drucksache 19/6752 aus 19. Wer dem zustimmt, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen. Damit ist dieser Änderungsantrag abgelehnt. Somit rufe ich zur Abstimmung auf den Gesetzentwurf der Fraktionen zur Änderung des Hessischen Rettungsdienstgesetzes, Drucksache 19/6739 zu 19/6547. Wer dem gerade mit dem Änderungsantrag geänderten Gesetzentwurf zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind die Fraktionen der CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und die SPD. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Die Fraktionen der FDP und der LINKEN. Damit hat dieser Gesetzentwurf eine Mehrheit gefunden und wird zum Gesetz erhoben.